Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich grüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch mal was von Mickey und Donald mitgebracht, zwar Mickey Mouse und Donald Duck's Farm. Das ist die 10775, das hier ist die Box und wie ihr hört, das Set ist noch in der Box. Ich habe mir gedacht, ich baue das mit euch auf, das ist ein 4 Plus Set. Da sind jetzt nicht besonders viele Teile drin und wenn, dann sind es relativ große. Das hier ist die Rückseite der Box, da sieht man auch, was da genau drin ist. Und ja, ich werde das jetzt mal euch aufbauen. Ich habe das irgendwo gekauft, wo es untergesetzt war und habe mir gedacht, ja, so einen Donald hast du eigentlich noch nicht wirklich. Also es gab ja mal einen in den Minifiguren-Serie, ich habe gedacht, ich hätte den, aber ich kann den irgendwie mehr wo finden. Eventuell habe ich den nicht mehr oder ich hatte den gar nicht, das kann sein. Mickeys habe ich einige, aber ich hatte auch noch keinen Donald. Deshalb, dass der gekauft, sind ein paar schöne Tiere da drin. Und ja, dann machen wir es doch mal auf und schauen, was wir hier drin haben. Und da sieht man schon, es sind da sehr große Teile dabei. Es sind da zwei oder sogar noch mehr Anleitungen. Das kann ein dritter da drin sein. Ja. Sind drei Anleitungen dabei. Das hier sind die Anleitungen. 1, 2 und 3. Hier hinten drauf sieht man dann noch, was es da noch für andere Sets gibt. Das eine oder andere habe ich auch noch hier oder will mir das dann noch holen. Ja, dann würde ich sagen, ich beginne mal mit, eben hier hat es auch drei Bauabschnitte. 1, 2 und die 3 und dann noch den Beutel mit, ja, mit großen Teilen drin. Und ja, dann machen wir doch mal Bauabschnitt 1, das gibt dann Donald mit einem Schaf und einem Zaun. Ja. Und ja, ich schaue zurzeit sehr viel Fußball. Es ist ja Fußball-WM und die Schweiz spielt ja da sehr erfolgreich mit. Ich hoffe natürlich, dass sie auch weiterkommen. Jetzt haben sie erst gerade gegen die Serben gewinnen können. Und das war ein super tolles Spiel. Sehr viel hin und her. Auch sehr viele Emotionen waren da in dem Spiel mit dabei. Beiden Seiten. Und zum Glück hat die Schweiz gewonnen. Also mit dem besseren Ende für die Schweiz. Und ja, also ich weiß nicht, wie ihr so zu der Fußball-WM steht, ob ihr die auch schaut oder jetzt, ja, Deutschland ist ja jetzt schon raus, ob ihr die nicht schaut oder auch gar nie geschaut habt, ob euch Fußball nicht interessiert oder was auch immer, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mich auf jeden Fall interessiert die Fußball-WM und ich finde es auch ein bisschen, ja, diese Doppelmoral, die von den Medien auch immer heraufbeschworen wird und ja, alles ist schlecht in Katar und ach, ich mag das nicht mehr hören. In jedem Land, wo die Fußball-WM bis jetzt war, gibt es Sachen, die nicht gut waren. Auch in Deutschland oder in Europa gibt es Sachen, die nicht gut sind. Europa beutet andere Länder aus, beutet die Ressourcen aus. Mein Gott, die sollen doch alle ruhig sein und zuerst mal in ihrem eigenen Land schauen. Oder auch eben, dass man zum Beispiel die Alten nicht genügend, jetzt brauche ich hier noch einen Teil aus dem. Das sind zum Beispiel die Rentner oder so, dass die Pfandflaschen sammeln müssen oder was auch immer. Ach, es gibt in jedem Land genügend Sachen, die nicht richtig funktionieren. Das hat man auch bei der Pandemie gesehen, wie viel da falsch lief. Gerade wenn man hier in Schweden wohnt und weiß, wie es laufen hätte können und man dann aber von bekannten Verwandten gesehen hat, wie es in Deutschland oder in der Schweiz oder wo auch immer ablief. Ich meine, ja, und da muss dann niemand mehr von Menschenrechten sprechen, weil die wurden da alle ignoriert, mit Knüppeln niedergeschlagen, wenn man demonstrieren ging und so weiter. Also von dem her, natürlich ist es schlimm, wenn bei Bauarbeiten Menschen sterben, aber die sterben auch hier bei uns. Hier bei uns sterben auch sehr viele Menschen
an Sachen, die sie nicht sterben, wo sie nicht sterben müssten. Und von dem her finde ich diese Doppelmoral, gerade auch von Deutschland eben, dann gehen, schicken sie ihren Ministerin, der dann da Gasverträge oder Ölverträge mit den Katarern abschließt. Also, ja, entweder macht man dann gar nichts und schaut halt, wo man sonst die Energie herkriegt, oder man akzeptiert dann halt auch die anderen Länder, die anderen Bräuche, die anderen Sitten, und dass man halt da dann nicht mit so einer blöden Regenbogenbinde herumlaufen darf. Wie gesagt, für mich tolle WM, tolle Spiele, und gerade eben für die Schweiz war natürlich ein bisschen blöde, als sie da gegen, wie heißt es, gegen Brasilien verloren haben. Das war sehr unglücklich, aber da waren sie eigentlich selber schuld, weil die haben da kein bisschen nach vorne gespielt. Hätten sie so gespielt wie gegen die Serben, dann hätte die Schweiz da auch eine Chance gehabt. Ja, aber vielleicht trifft man ja nochmal auf Brasilien im Finale, dann kann man Brasilien ja dann schlagen. Ja. So, das war Bauabschnitt 1. Ich zeige euch da mal Donald. Der hat ein cooles Shirt an. Ja, ich nehme da mal die Heugabel weg, da sieht man den Donald ein bisschen besser. Schöne Dual Molded Beine. Schön bedruckt, der Kopf ist cool, eben den Hut kann man abnehmen. Also, das ist schon sehr eine coole Minifigur. Also, da freue ich mich, dass ich die habe. Ich zeige ihn euch mal noch von hinten. So sieht er von hinten aus. Ja, also, Donald ist cool. Dann haben wir hier noch ein Schaf. Solche Schafe habe ich auch schon bei Pick a Brick auf dem Lego Shop bestellt. Aber ein Schaf mehr ist immer gut. Dann haben wir hier diesen Zaun. Das ist jetzt nicht wirklich was mega Spezielles. Ja, ein paar Teile und man hat einen Zaun. Ich muss nur schauen, dass ich den nicht gleich wieder zerstöre. Das ist dann der Zaun. Also nichts mega Spezielles. Und einen kleinen Traktor. Der allerdings nichts kann, weil er kann zum Beispiel keine Anhängerkupplung. Der kann halt einfach in der Gegend rumfahren. Und ja, man kann dann hier... So, ein Teil ist noch übrig. Man kann dann hier die Heugabel und die Möhre da hinten reinstecken. Und dann kann der Donald mit diesem Traktor herumfahren. Ja. Stell den mal hier drüben hin. Das, was ich gebaut habe. Ja. Dann kommen wir zum Bauabschnitt 2. Das ist der mit den meisten Teilen. Da baut man diese Farm, diese Scheune oder was auch immer das ist. Werden wir jetzt dann gleich sehen. Und da brauche ich dann diese Teile hier noch dazu. Und zwar alle. Und ja, dann baue ich hier mal weiter. Zuerst mal den Mickey. So ein Mickey Mouse ist immer cool. Ich habe als Kind Mickey Mouse und Donald und so alles geliebt. Also auch jetzt noch. Und ich habe da auch viele lustige Taschenbücher. Und ja, deshalb so Donald und Mickey und so, das ist für mich schon ein Muss. Das hier ist Mickey mit so einer Laterne in der Hand. Ja. Eine solide Mickey-Figur. Das passt schon. Ja, aber eben zurück zur Fußball-WM. Eben, es gab ein paar sehr tolle Spiele. Ich fand zum Beispiel auch toll, wie Saudi-Arabien zum Beispiel gekämpft hat gegen Argentinien, sich da zurückgekämpft hat und dann gewonnen hat gegen Argentinien. Das war die erste große Sensation. Allerdings danach kam dann nicht mehr so viel von den Saudis. Aber ich finde das immer cool, wenn da so ein Underdog da für Furore sorgt und halt auch mal gegen einen Großen gewinnt, was, ja, wenn es da so Überraschungen gibt. Ich finde das immer schön. Und ja, natürlich fand ich es auch irgendwo korrekt, dass Deutschland nach Hause fahren durfte, weil eben, für die ging es eigentlich nie um Fußball, da ging es immer nur um diese scheiß Binde und ach, nee, es ging nie um Fußball, immer um was anderes.
Und wenn man sich halt nicht auf den Fußball konzentriert, dann hat man an dieser Fußball-WM auch nichts zu suchen. Wenn man da immer nur motzt und sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann erschienen sie nicht zur Pressekonferenz, weil ihnen der Weg zu weit war von ihrem Hotel. Das wussten sie aber schon von Anfang an. Hätten ja nicht ein Hotel nehmen müssen, das irgendwo am Ende der Welt ist. Und so weiter. Also, die hatten immer nur was zu motzen. Und ja, das gehört einfach nicht zu einem Fußballturnier und nicht als guter Gast. Als guter Gast ist man da ruhig. Man kann mal einmal darauf aufmerksam machen, auf gewisse Sachen. Aber nicht, wenn die selbst verschuldet sind, wie zum Beispiel, dass man halt das Hotel da am Ende der Welt bucht, statt im Zentrum von Doha, und sich dann beschwert, dass man da irgendwie 1,5 Stunden zur Pressekonferenz fahren muss und ein Spieler dabei sein muss. Das finde ich dann einfach daneben. Also, ja. Aber eben, es gibt sehr viele positive Sachen von dieser WM, auch schöne Bilder, wo sich da Fans treffen aus allen möglichen Ländern, die da Spaß haben, die feiern zusammen. Und das ist das, was wichtig ist, dass die Menschen zusammenkommen, Spaß haben und eine gute Zeit. Und natürlich ist in Katar nicht alles super, aber in anderen Ländern auch nicht. Die USA hätte nie eine Fußball-WM austragen dürfen. Die führen ständig Kriege. Die quälen Menschen in Guantanamo und so weiter. Und verfolgen Menschen, die die Wahrheit ans Licht bringen. Wie Julian Assange. Also, und dann so heuchlerisch tun, als eben wären die Europäer und die Amerikaner und alle besser. Nein, sind sie nicht. Außerdem beuten diese westlichen Länder sehr viele afrikanische, südamerikanische und asiatische Länder aus, indem sie da Ressourcen wegschaffen und so weiter. Oder eben für ihre blöden Elektroautos Rohstoffe gewinnen für die Batterien, dabei aber die Umwelt zerstören. Aber das ist dir dann egal. Es ist für die Elektroautos, dann darf man das, das ist ein guter Zweck. Dann dürfen die Menschen in Südamerika, wo das abgebaut wird, ist dann egal, wenn da das Trinkwasser verschmutzt ist oder sie gar kein Trinkwasser haben. Hauptsache, wir haben die Batterien. Und das finde ich halt dann wirklich, ja, einmal schaut man so, wenn man aber selber so einen Mist macht, dann ist es egal. Dann interessiert das niemanden. Oder es hat niemanden zu interessieren, es hat jeder zu akzeptieren. Und deshalb mag ich das eben nicht mit diesem, also eben, es wird da zu viel Mist erzählt. Und halt immer nur einseitig. Und das brauche ich irgendwie nicht. Also deshalb, ja, diese ganze Propaganda, die da getrieben wird, das geht mir sowas an mir vorbei. Eben. Und die mit ihren Winden, ach, eben, das ist auch nicht besser. Von dem her, was blende ich das aus und schaue mir die Spiele an, genieße den Sport und der ist toll. Also eben, da gab es sehr schöne Spiele, die ich da geschaut habe, auch mit den afrikanischen Mannschaften, die da zum Teil sehr schönen Fußball gespielt haben, taktisch vielleicht nicht immer so auf dem Höchststand der aktuellen Sachen sind, aber halt mit Leidenschaft gespielt haben, gekämpft haben und bis zum Schluss nicht aufgegeben haben oder eben auch jetzt da die gegen Brasilien gespielt haben, Kamerun. Das war so eine schöne Szene, auch wenn es irgendwie blöd war. Der hat das Tor geschossen, hat sein Trikot das war irgendwie in der 90. Minute, hat er das Tor geschossen, hat dann sein Trikot ausgezogen, ist feiern gegangen und bekam dann die gelb-rote Karte. Aber er wusste es, er hat sich beim Schiedsrichter bedankt, verabschiedet, sie haben sich angelächelt, der Schiedsrichter und der Spieler, weil sie genau wussten, ja, ich habe jetzt einen Mist gemacht. Also der Spieler wusste das natürlich. Und ja, also so war das dann halt. Und mein Gott, er hat das Tor geschossen, war der Held des Tages. Kamerun ist zwar ausgeschieden, aber das sind doch Dinge, die machen Spaß. Und auch eben, dass Brasilien dann verliert, obwohl sie hatten Tausende von Torschossen, aber ja, Kamerun hat das Tor geschossen, schlussendlich. So, das ist hier die Scheune oder die Farm. Sehr schöne bedruckte Teile hier auf der Seite. Und ja, sehr einfach gebaut, ist halt nur so eine Kulisse. Aber ich denke, gerade mit diesen bedruckten Teilen, die kann man auch für was anderes brauchen. Also die kann man
Da könnte man eine schöne große Farm bauen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass so Fenster in der Rundung sind. Ich habe das noch nie bei einem Bau gesehen, dass man in so einer Rundung, ja, es gibt schon, aber meistens müssten die auf einer Geraden sein. Also bei so einer Scheune oder so, oder bei einem alten Bauernhaus, auch bei einem neuen Bauernhaus habe ich das noch nie so auf einer Rundung gesehen. Müssten gerade sein, hier die Fenster, aber ist okay. Hier drin hat es daneben noch so einen Kran, wo man da das Heu hochholen kann. Hier ist es gelagert, hier hat es ein Bett. Ja. Dann kommen wir zu Beutel 3. Und eben deshalb genieße ich die Fußball-WM. Ich meine, ja, es ist super schön da zuzuschauen, macht Spaß und die Spiele sind echt gut. Also sind sie auf einem sehr guten Niveau und eben es gibt ständig auch Überraschungen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Spanien gegen Japan verliert, Deutschland gegen Japan verliert. Hier haben wir jetzt ein Pferd. Nicht nur, dass es so und so braun ist, das weiß auch wieder niemand, aber ja. Und das ist doch das, was der Sport ausmacht. Und das soll man einfach mal genießen. Also, ich genieße diese Spiele. Ich schaue mir die fast, also, ich habe bis jetzt fast alle gesehen. Außer ich hatte, ein, zweimal hatte ich keine Zeit. Dann musste ich ja nach Stockholm und mir einen neuen Pass machen lassen. Und ja, sonst habe ich eigentlich mehr oder weniger alle Spiele geschaut. Außer sie waren natürlich zur gleichen Zeit. Dann habe ich jeweils nur ein Spiel geschaut und das andere dann in der Zusammenfassung. Aber ich habe mehr oder weniger alles gesehen. Und wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, wie ihr da zur Fußball-WM steht, ob ihr das schaut oder eben nicht. Das würde mich auch schon interessieren. Weil ich weiß eben, in Deutschland, die Medien berichten so viel Negatives, dass man dann gar keine Lust mehr hat, die WM zu schauen. Auch wenn dieses Negative, und da habe ich auch gesehen, dass irgendeiner hat dann ein Interview gegeben, dass ihm irgendwie was weggenommen, er hatte glaube ich so eine Armbinde mit One Love drauf, dass ihm die weggenommen wurde, aber das war einer, der beim deutschen Fernsehen arbeitet. Und das wurde dann so gestellt, dass die Kataris die Bösen sind und ja, also das fand ich sowas von unterster Schublade, wenn man dann wusste, dass der ja, eben dazugehört zum Fernsehen. Und ja, einfach nur provoziert und das braucht es einfach nicht. Es geht um Fußball, es geht nicht um Menschenrechte. Natürlich sind Menschenrechte wichtig, aber es geht um die Fußball-WM. Dann müsste man Katar schon viel eher halt mal sagen, nee, so geht's nicht. Halt auch kein Gas von denen kaufen und so weiter und nicht so scheinheilig tun und ja, der Fußball-WM denken, ja, wir sind jetzt schlechte Gäste. Hier, cooles Häschen, das ist hier auch dabei. Und dann haben wir eben die Schubkarre. Hier ist nochmal ein Zaun, das soll wahrscheinlich ein Maiskolben sein, der da drin ist. Und hier noch ein Hühnerstall mit einem Huhn und einem Ei. Und das Huhn ist natürlich sehr cool, das zeige ich euch auch noch näher. Wir haben hier ein paar schöne Tiere drin. Das ist das Huhn, schön bemalt oder bedruckt. Und ja, ich bin fertig. Also wir haben hier ein paar Tiere, Mickey und Donald. Das hier ist über. Ein Schaf, ein Pferd, nochmal ein Zaun. Zwei Zäune. Wir haben hier Mickey und Donald. Ich denke für eben so ein Kind, das hat hier mit diesen Sachen sehr viel Spaß. Für mich, ich mag es wegen den Figuren, ich mag die Tiere und die Teile hier kann ich bestimmt auch für irgendwas brauchen. Gerade so Zäune, die kann man immer mal für was brauchen. Also von dem her, cooles kleines Set, drei Anleitungen. Also für jedes Kind easy zu bauen. Ist nicht die große Herausforderung. Aber es hat Spaß gemacht. Also ich habe jetzt das so nebenher schnell gebaut. Ist für mich natürlich keine Sache. Was hier in den, die Anleitung ist natürlich auch so groß, weil hier immer gesagt wird, was die Kinder so in die Hand nehmen müssen. Hier. Und dann auf der anderen Seite wird das angebaut. Deshalb, diese Anleitungen sind dann schon sehr genau.
Also auch hier. Ja. Ist okay, ist für kleine Kinder. 4 plus für 4-jährige Kinder. Das geht. Und wie gesagt, ich finde es auch ein schönes Set. Schöne bedruckte Teile. Hier. Coole Figuren, coole Tiere. Was will man mehr? Ja. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich eben nicht. Wenn ihr ein Kind habt, das gerne Bauernhof spielt und Donald und Mickey gerne hat, holt euch das Set. Ist cool. Und wenn das gibt es auch am Markt mit Rabatt. 20-30% sollte hier eigentlich kein Problem sein. Und ja, das ist kein Exklusivset. Von dem her, holt es euch auch. Habt Spaß mit den Figuren. Und ja, ich finde es toll. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo da lassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch eine gute Fußball-WM. Hopp Schwyz und ja, bis bald.